Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein einfaches, leckeres und schnell zubereitetes veganes Rezept. Und zwar gibt es bei mir heute Blumenkohl, Kartoffelpfanne mit Curry. Eigentlich wollte ich euch heute einige Tipps zum Sonnenbaden geben, das heißt ein Infovideo darüber. Aber ich habe einfach keinen Elan dazu, dieses Video heute zu drehen. Und wenn ich zu etwas keinen Elan habe, dann tue ich es auch nicht. Deswegen gibt es heute dieses Rezeptvideo. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich denke, ihr freut euch auch über ein Rezept. Für diese Blumenkohl-Kartoffelpfanne benötigst du ca. 500 Gramm Kartoffeln, 2 Zwiebeln, natürlich einen Blumenkohl, etwas Wasser oder Olivenöl zum Anbraten, etwas Salz und etwas Pfeffer zum Würzen. Ich bevorzuge hierfür Meersalz ohne Fluorid, 2 Teelöffel Currypulver, bei Bedarf auch hier gerne mehr, je leckerer schmeckt es, und eine Knoblauchzehe. Ich wandle das Gericht für meinen Sohn und mich allerdings etwas ab. Wir mögen nicht so gerne mehr als eine Zwiebel pro Gericht, deswegen verwenden wir nur eine. Und dafür mögen wir aber sehr gerne Knoblauch und nehmen für dieses Gericht gleich 13 Knoblauch. Ja, das kann aber jeder selber so machen, wie er möchte. Ne? Mit den Kartoffeln habe ich bereits angefangen, das heißt, ich habe sie geschält und gewaschen. Werde sie jetzt noch etwas kleiner schneiden, das heißt in kleine Würfelchen, und circa 10 Minuten vorkochen. Die Kartoffeln habe ich nun klein geschnitten, schon mal aufgesetzt. Dann geht das Braten nachher schneller, oder besser gesagt sind sie schneller durch. Während die Kartoffelchen jetzt vor sich hin köcheln, putze ich jetzt den Blumenkohl. Wie man dieses tut, muss ich euch, denke ich, nicht mehr erklären. Den Blumenkohl, die Zwiebel und die Knoblauchzehen habe ich jetzt vorbereitet. Das heißt, den Blumenkohl vom Blattgrün entfernt, klein geschnitten und gründlich gewaschen. Die Knoblauchzehen und die Zwiebel klein gehackt. Nun die Pfanne etwas heiß werden lassen. Und entweder einen Esslöffel Olivenöl oder etwas Leitungswasser in die Pfanne geben und zuerst mal die Zwiebel oder Zwiebeln damit leicht anrösten. Zwischendurch immer mal etwas Wasser nachgießen. Kann auch ruhig etwas mehr sein, dass es eher leicht köchelt als brät. Wenn du den Blumenkohl gerne durchhaben möchtest, dann brate zuerst die Zwiebeln an, dann den Knoblauch mit rein und fülle alles mit Wasser auf und lass alles gemeinsam köcheln, bis der Blumenkohl weich ist. Der Blumenkohl bekommt jetzt an einigen Stellen schon etwas Farbe durchs Anrösten. Jetzt gebe ich die Knoblauchzehen noch mit rein.
und lasse alles noch ein wenig weiter braten. Muskatnuss reibe ich auch schon darüber. Und lasse das Ganze jetzt etwas anrösten. Ich gebe jetzt etwas Meersalz darüber. Und etwas geriebenen Pfeffer. Und lasse das Ganze jetzt etwas anrösten. So, die Kartoffeln waren schon etwas zu weit gekocht. Aber es ändert ja nichts am Geschmack, ne? Lass doch ein kleines bisschen noch vor sich hinschmoren. Und dann gebe ich den Blumenkohl mit den Zwiebeln und dem Knoblauch wieder mit dazu und würze das Ganze noch mit Curry, etwas Kurkuma und Kreuzkümmel habe ich mir noch dazu überlegt. Nun gebe ich noch etwas Kreuzkümmel darüber. Jede Menge Curry mit Kurkuma gemischt. Das haben wir schon mit reingegeben in den Streuer, da ich nicht mehr so viel Curry da habe. Rühre das Ganze noch einmal um. Mmh, das riecht lecker. Et voilà. Dann wünsche ich dir viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen und wünsche dir Bon Appetit!